Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei grausig Ja, grausig gesein, ein wunderbarer Folge hat wieder. Ey, das hat's aber auch mit dem Let's Play, Mann. oder? Ja, das passiert, wenn du dir die Titel ausdenkst. Anscheinend hat's schon mein Ja. grausig gemeinsam, weil du dich schon so aufs Durchgemordort freust, Ja, dass du das davor nicht mehr zu Ende sprichst. also, grausig gemeinsam durchgemordert. Ah, lass mir doch in. Oh, warte mal. Was sagst du eigentlich zu diesen komischen Fliegen hier? Mögt ihr doch so sehr, ihr Urups. So, So, er flüchtet schon mal. lasst uns unseres Weges ziehen. Genau. Ja, durchgemordert und so. Oh, warte mal. Okay. Ach, das ist eins, eine riesige Sklavengruppe, ist das? Ah, die befreien wir mal schnell. Du siehst Ja, mich Mann, nicht, hast du du schon siehst eine mich Weile nicht. nicht La la gehört? la, du hast mich gesehen. La 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 la, du siehst mich Holt euch nicht, du diesen siehst mich nicht. Ach, Sklaven! da bin ich. Hey, lass sie, Sklaven, in Ruhe. Und komm her und gib mir Infos. Auruk! Ja, dann decken wir mal den letzten auf, der da noch. Genau, der noch im Schatten herum fleucht und kreucht. Olgum Lebenstrinker. Die haben so geile Namen manchmal. Ja. Lechzt danach, eines Tages Häuptling zu werden und das bald. Eines Tages und das bald. Eines Tages und das bald. Aha. Wer ist da hinten in der Ödnis von Dothan? Vielen Dank und adieu. Oh. Sehr schön. Ja. In der letzten Folge diese blöde Bogenlegende endlich geschafft. Was machen die Geysire eigentlich? Oh, Ich habe Entschuldigung. mich gerade schon gewundert, warum du so lässig da durch die Gegend Ich hab dich nicht marschierst. gemerkt auf der Karte gerade. Entschuldigung, ich, verzeihen Sie? Ah. Oh, der hat wehgetan. Entschuldigung. Oh, nope. Das hat's Vielleicht nicht. sollte Talion mal jemand sagen, dass Operationen an der Wirbelsäule besser nur von Ärzten durchgeführt werden sollten. Ja, auch Operationen generell am gesamten Körper. Also, ja. So, erledigt. So. Okay. So, hochhüpfen. Ja, wie gesagt, letzte Woche die Bogenlegende gemacht. Und, ja, neben Krams. Funktionen gesammelt. Die Bogenlegende war ja auch nicht gerade so leicht. Obwohl er denn, als man dann die Idee hatte, mal die Karagas auf die Küche zu fetzen, es doch gar nicht mehr so schwer war. Und jetzt wollen wir mal Redback helfen. Ich sollte mich mal beim Hauptmann über das ganze Dass er Gejammer hier weiter beschweren. in seiner Machtgier höher steigt. Das wird wahrscheinlich sein, der uns letztendlich zu den Häuptlingen führt. Nehme ich mal Wahrscheinlich, an. wahrscheinlich. Redbacks Machthunger wächst beständig an, damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Na dann, schauen wir doch mal. Ach. Der uns Redback verraten hat, als Oh, ach, Redback schon wieder in der Klemme. Verlorenes Duell, du Das ist doch Narr! Brock der Zwilling hier. Der auch für Hauptauftrag ist. Hierhin? Ist das gut? Ich nehme das doch hin. Ah, ja. Wir hätten uns echt irgendeinen Anderer raussuchen Mensch, müssen. sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Ja, da hast du recht, Talion, da hast du recht. Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Jetzt blenden die Augen, das Biest sieht dich nicht kommen. Verhindere. Ach so, zuerst. Ah ja, okay. Vielleicht, das kann Ach ich so, vielleicht nicht. Schleichtötung. Oh, okay. Ach du Scheiße. Nun. Ab und her. Also erst die vier Schützen. Waren's da hinten sind noch zwei. Warte. Ja, auf jeden Fall erstmal hier hinten rüber über Ich die. hab keine Angst. Und das muss man ja in der Zeit dann auch noch. Auch hinbekommen. Aber finde ich nett, dass sie ihm noch 4 Minuten geben. Ja, wahrscheinlich sagt er auch die ganze Zeit so, oh, Redback, du bist so scheiße. Oh, Redback, du bist eine Schande für alle. Oh, Uruks. Du warst wahrscheinlich der eine, der noch gefehlt hat jetzt. Knack. Jupp, du warst das. So. Ah ja, da Ja, drin. und er denkt dran, von oben auf ihn draufklopfen, ist auch eine Fleischtötung. Ja. Einmal herum, bitte. Einmal fallen lassen.
Einmal hoch da. Wir haben dich gesehen von unten. Ah ne, der Schütze hat dich gesehen, als du da oben rumgeturnt bist. Ja. Na gut, dann... Nein, hat mich noch nicht richtig gesehen. Doch, es ist doch schon... Ja, aber cool, es wäre gelb. Aber das Zusatzziel ist weg. Ach, scheiße. Da war gerade ein rotes X und es ist weggegangen. Kommt es wieder, wenn er mich jetzt verliert? Nein. Feiger Abschaum, einfach abgehauen! Einfach abgehauen! Klar, hättest du doch einfach nicht hingesehen. Dann wärst du auch gestorben, aber... Na gut. Huch! Holla. Wo bist du denn jetzt? Ach, der Brock ist da jetzt gleich nach hinten gelaufen. Ach, der ist immun gegen Fernkampf. Immun gegen Schleichen. Vergiftete Waffe, vorsichtig, ist den Kampf abgeneigt. Leidschaden durch Explosion, Leidschaden durch Kampftotstöße. Das ist ja dumm, das jetzt... Das finde ich aber auch interessant, dass sie die jetzt hier so beide rumlaufen lassen. Was passiert denn jetzt, wenn man ihn tötet? Na, muss den Brock töten, wir müssen den Redback am Leben lassen, das ist ein Hauptauftrag. Egal, hallo liebe Leute, ich bin da, wie geht's denn so? Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ist das nicht eklig? Giftwaffe. Auk. Oh scheiße, ein Schildträger ist da. Oh, weg da. Nein, vergiss es. Da. Warum hat er unser Schwert gerade so schön blau beleuchtet? Ich hab keine Ahnung. Ach, das ist immer, wenn wir die Hinrichtung machen können. Ah, nur weil ich aufgefallen bin. Siehst du, man lernt immer was Neues. Und wir sollen Brock verhören, nicht töten. Oh, ah, scheiße. Wollte ich nur anmerken. Nein, ich will den Schildträger. Zwei Schildträger sind es sogar. Mit dir. Au! Eieiei, das Leben sinkt. Nein, was war das denn? Du hast jetzt eigentlich angreifen, der ist da gerade. Du darfst ja auch nicht weg, ne? Scheiße! Nein! Ich hab doch A gedrückt! Ich hab A gedrückt! Konzentrier dich! Ja, geht es! Jetzt haben sie nochmal die Einführung für die letzte Chance gemacht. Ach komm, was soll denn das? Du sollst sie wegrollen! Also manchmal ist das Spiel etwas verwirrend. Nein, Scheiße! Oh, ei. Ich bin mal am Kontern! Ja, du warst schon drin. Und bei mir ist es immer 50 Kilometer entfernt, ja. Ja, eigentlich würdest du jetzt mal, wenn öfters die letzte Chance kommt, dass du weiter das Ding mal weg, aber jetzt gerade ist es. Ja, gnädig! Komm, Hinterrichtung! Ja, erledigt, so. Au, ruck. Das Schildträger hier. Ah, verdammt. Da kann ich nur hinten durchspielen. Ah, sehr schön. Schildträger erledigt. Oh, da war sein Schild, glaube ich, vernichtet. Jawohl, sein Schild ist weg. Ah, weg mit dir. Ja. Danke. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Okay, ich will ja nur schnell nochmal. Komm mal her. Und verhören. So. Eine Güte. Oh ja, sag ich doch. Jetzt kommen die Häuptlinge. Häuptling ist der einflussreichste Rang, der Uruk-Streit macht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freunde als auch Feinde in den Rücken fallen. Andere versuchen als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Achso, benutze, um Brocks Herm auszuwählen. Achso. Drücke auch nur, um den Häuptling zu halten. Oh, jetzt kommen die Häuptlinge. Mock, der Mock. Andere Zwilling. Achso, der andere Zwilling. Okay. Altgedienter Häuptling Macht 13. Fürchte den Zorn der schwarzen Hauptmänner. Um Informationen Häuptling zu erhalten, musst du einen Hauptmann oder einen Wurm verhören. Ah, so ganz normal. Wenn du Häuptling hervorlockst, wenn auch seine Leibwächter erscheinen, um ihn zum Schützen. Zum Freischalten schließt du mehr Hauptaufträge ab. Um Häuptling vorzulocken, musst du einen Entscheidungskampfauftrag ausführen. Dieser Aufzug findest du in der Nähe seiner Festung vor. Denk dran, sieh die Stärken und Schwächen deines Ziels an, wenn du deinen Angriff planst. Drücke die Tür, um Mocks Eigenschaften zu sehen. Leidschaden durch Fernkampf oder Leidschaden durch Kampftorstufe. Hast Verletzung seines Leibwächters gegen Wut, wenn der Leibwächter angegriffen wird? Ach, du Scheiße.
Haskargor, Kampfgestählt, Sprungangriff, flammende Waffe und furchtlos. Ja, okay. Vielen Dank, Brock, der eine Zwilling. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Gemeinsam. Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast ein leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Ich finde die Musik sehr schön dazu. Orks. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Plan so gelungen ist, wenn er ihm das Ohr von seinem Bruder zeigt. Ja. Redback, Brock. Unglaublich, wie stark Redback ist. Guck mal, schon macht 7. Wurde befördert. Ach, ich freue mich schon drauf, wenn wir ihn töten dürfen. Auftrag abgeschlossen. Das möchte ich so nicht sagen. Zur Rechenschaft hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Töte die Häuptlinge. Ja. Ah, Mensch. Jetzt kriegen wir schon die Aufträge, die Häuptlinge zu töten. Ja. Ach guck mal, es wird auch schon angezeigt immer. Jetzt gibt's also die Bodyguards auch. Oh, guck mal, von dem Häuptling ist dein... dein geliebter Stahlbart. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt schon Orks kontrollieren auch? Also wir müssen die Informationen von denen sammeln, ne? Von Hauptmännern? Würde ich jetzt so schätzen. Von den Hauptmännern oder von Würmern halt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, also sinnvoll hätte ich gefunden, wenn man es quasi nur von den Leibwächtern sammeln könnte. Ja. Das ist normal. Wir kriegen selten diese epischen Runen. Wir haben ja aber auch noch nicht so richtig heftige besiegt. Die epische Rune hatten wir von einem, der immerhin auf Macht 11 war, als wir uns noch so mit den Dreier-Viegern rumgekloppt haben. Der Häuptling. Mit dem Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten abfährt. Okay. Sag mal hier, Mut der Stratege macht da ein Kämpfchen. Ah, hier haben wir Golem Stahlbart und Ruckduck der Freundliche. Können wir natürlich auch so ihn ausschalten. Ja. Oder halt hier wieder Ledback der Verwüster. Mach was du möchtest, du hast noch ein bisschen, paar Minuten da Zeit. Da haben wir Gollum. Ich würde sagen, wir machen auch einmal eine Hauptquest bei den Gollum. Gut, machen wir. Schauen wir uns noch an, was ich da zu tun habe beim nächsten Mal. Gehen wir schon nach oben. Das Sklaven retten wir schnell. So. Sind schon langsam mit Sklaven an deiner Schuld? Eigentlich schon. Wie viele Sklaven mittlerweile befreit haben? Das sieht ja. Ja, doch recht eindrucksvoll aus. Und du erhältst ein Fass Grog und einen Sklaven. Das hat der Hauptmann gesagt. Flying Slaves. Okay. Hey! Schieß ihn ab! Was zum? Daneben! Halt! Flugbahn und so! Nein! Also ohne Fokus ist das relativ hoffnungslos. Ich schaff das! Nein! Bleib stehen, du bist wie! Okay. Ist aber da hinten eigentlich. Atzdutsch, der einer von den neuen. Ist da hinten. Okay. Ist ja wieder vom Weg eigentlich. Und der rennt da relativ alleine rum. Ja. Könnt ihr mal da eigentlich mal kurz vorbeischauen?
Also das Blümchen sammeln natürlich. Hat er alles auf seinem Pfad niedergesetzt. Ach, was schaffst du? Der ist nicht zufällig anfällig gegen Schleichangriffe? Na, wir gerade mal nachgucken, ob wir schon irgendwas über wissen. Oh, guck mal, sind zwei neue aufgetaucht. Tja. So, der müsste es sein, ne? Astusch der Barbarische. Das ist auf jeden Fall kein Bodyguard von irgendwem. Anfällig für Schleichangriffe. Ah, guck mal. Kann sofort durch den Schleichangriff getötet werden. Probieren wir das doch mal. Und tschüss. Tja. Zack. Astbusch erledigt. Vielen Dank. Freiheit. Jupp, ihr seid befreit. Stellt bei der Schleichung 43 Fuß wieder. Das haben wir schon besser, glaube ich. Die wolltest du ja aber nicht. Das ist ein Häuptling. Oder ist das Gollum? Das ist Gollum. Ach, das ist Gollum. Das ist Gollum. Dann stand er ja da relativ sinnvoll. Ja. Wir sind frei. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt. Sein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Ja, und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ja. Ist ja diesmal eine etwas kürzere Folge, oder? Kann ja auch mal etwas kürzer sein. Also, am Anfang haben wir gesagt, dass das unsere normale Folgenlänge ist. Ja. Wir haben uns nur selber immer weiter gesteigert. Naja, gut, okay. Ja, also dann, beim nächsten Mal macht der Grau schon also die zerbrochene Erinnerung mit dem Gollum. Mal gucken, wer sich da anstellt. Ja. Gut, dann sehen wir uns dann, euer Gautoden. Also Ramen. Ciao.